Guten Abend, herzlich willkommen zu Talk 1. Es sind 8 Minuten und 46 Sekunden, die die USA verändern. Der Todeskampf des Afroamerikaners George Floyd. Seit einer Woche stehen die USA am Abgrund. Krawalle, Chaos und Gewalt, eine nach wie vor katastrophale Situation wegen der Corona-Pandemie und dann ein Präsident, der Öl ins Feuer gießt, anstatt zu einen. Wie gespalten ist Amerika? Wo steuert das Land hin? Darüber wollen wir jetzt diskutieren. Wenn Sie mitmachen wollen, gerne unter debatte.orf.at. In der ersten Diskussionsrunde darf ich begrüßen die Wahlwienerin Adia Trischler. Hallo. Hallo. Sie sind in Chicago geboren, in New York aufgewachsen, genau. Seit 2007 in Wien und arbeitstechnisch sehr vielfältig, vor allem im kulturellen Bereich. Genau. Herzlich willkommen auch an Heinrich Heinisch, unseren USA-Experten. Und ein Hallo nach Minneapolis zu unserem Korrespondenten Christoph Kohl, der für uns dort die Gedenkveranstaltung mitverfolgt. Christoph, Sie sind seit gestern in Minneapolis. Ich habe schon gesagt, die Gedenkveranstaltung für George Floyd findet gerade jetzt statt. Wie ist denn die Stimmung in der Stadt? Gleich voraus, ich höre Sie leider ganz schlecht, aber ja, hinter mir hat vor kurzem gerade die Gedenkveranstaltung, die erste Gedenkveranstaltung für George Floyd begonnen. Es ist seine Familie da, es sind prominente amerikanische Pastoren hier, es sind auch Lokalpolitiker aus Minnesota da und vor allem ganz, ganz viele Menschen aus Minneapolis. Bis zu 10.000 Personen werden hier erwartet. Es ist sehr andächtig, sehr ruhig, sehr friedlich. Man möchte hier wirklich ein Zeichen der Solidarität setzen. Ich habe Menschen aller Altersgruppen gesehen, jeglicher Hautfarbe. Also man spürt hier, die Stadt rückt zusammen. Und sie ist sich auch bewusst, dass die ganze Welt derzeit hierher nach Minneapolis schaut. Und die Menschen wollen eben ein Zeichen raus in die Welt setzen der Solidarität und auch, wie wichtig es ist, diesen Wechsel, den hier alle sich wünschen und fordern, voranzutreiben. Adia, wir haben uns geeinigt, dass wir per Du sind, nur damit die Zuschauer auch wissen, warum wir uns duzen. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du an diese Bilder von George Floyd denkst oder auch wenn du jetzt siehst, wie viele Menschen zu dieser Gedenkveranstaltung gekommen sind? Ich muss sagen, dass es wirklich, ich bin total überrascht. Nicht von dem Mörder von George Floyd, überhaupt nicht. Wir wissen, dass das passiert sehr oft. Das ist eine lange, lange traumatische Geschichte von Amerika. Aber was wir sehen jetzt in dem Moment, Tag bei Tag, ist ein global Awareness sozusagen. Ich habe nie in meinem ganzen Leben so viele Leute, so viele weiße Leute, so viele schwarze Leute zusammen auf der ganzen Welt gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Das ist wirklich ein wahnsinniger Moment. Und vor allem mit der ganzen Geschichte von Gewalt und die schwarze Körper, ja, bin ich wirklich voll. Ich komme wirklich voll auf die Nase. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich habe auch zwei Buben, zwei Kinder. Und ja, George Floyd hat gesagt, I want my mom. Mhm. Und das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist jetzt der Moment, dass die ganze Welt hat so einen Blick, als er hat gesagt, zu Minneapolis und so. Das ist wirklich, du spürst es. Wir spüren das überall, ja. Mhm. Herr Heinisch, das ist ja eigentlich interessant. Es ist schon gesagt worden, so etwas passiert in Amerika dann doch öfter. Aber dieses Mal ist es anders. Warum ist es dieses Mal so anders? Ich glaube, das ist der Zusammenfluss von verschiedenen Faktoren. Also es passiert ja viel zu viel, viel zu oft. Das kommt aber in einer Situation, wo das Land in einer Krise, in einem Ausnahmezustand ist. Das ist ein Land, das im Wahlkampf ist. Und das ist ein Land, wo ein Präsident ist, der entgegen früheren Präsidenten genau in die Gegenrichtung geht, der also eigentlich Öl ins Feuer gießt, der noch stärker polarisiert, sogar so, dass sich ehemalige Militärs gegen ihn stellen, dass andere Präsidenten, seine Vorgänger sich bemühen, hier zu sprechen, dass sich eigene Verbündete absetzen von ihm. Und das ist eine ganz besondere Situation. Das heißt, und das ist vielleicht auch das Positive, wenn man in dem Ganzen was Positives sieht, dass das vielleicht ein Moment ist, wo das auch in die Richtung kippen kann, wo dann doch wirklich Veränderungen entstehen können. Also das ist ja nicht ganz geil. Es ist ein Kampf um den Deutungsrahmen, ein Framing. Ja. Geht es um Law and Order? Das wollen die einen. Die wollen mit Law and Order eine Wahl gewinnen. Mhm. Oder ist es, kann dieser Zorn in eine positive, tiefe, strukturelle Veränderung überführt werden, dass dann was Nachhaltiges passiert? Und da sind wir gerade mittendrin. Mhm. 2016 beim Wahlkampf, Trump hat seinen Wahlkampf 2016 mit rassistischen Äußerungen begonnen. Es hat sich durchgezogen durch den Wahlkampf. Ist Donald Trump ein Rassist?
Absolut. Ich meine, es geht zurück nach New York. Es geht, wir wissen das, bis in die späten 80er Jahre. Mhm. Donald Trump war derjenige, der Präsident Obama immer delegitimiert hat, sagte er, der wäre in Afrika geboren. Er hat das ja nicht erfunden, diese ganze Geschichte, dass er kein richtiger Amerikaner wäre. Er hat den Neonazis, für Neonazis bei der Demonstration in Virginia gute Worte gefunden. Also da zieht sich das durch, hat afrikanische Staaten als Shithole Countries bezeichnet. Also ich meine, er sendet immer zwei Botschaften und die eine Botschaft, die rassistisch, immer die lautere Botschaft. Mhm. Ja, ja, na, auf jeden Fall. Aber was wir wissen ist, Ignoranz ist ein Aspekt von Segregation. Ja, und wir wissen in der westlichen Welt, dass die meisten Menschen, die segregiert sind, sind weiße Menschen in der westlichen Welt. Ja, Trump ist so ein Exempel von genau das. Ja, er ist reich, er ist weiß. Ja, er hat eine Familie, dass er ist in der Nähe von immer und er weiß nicht wirklich, was er sagt und was das bedeutet. Ja, aber er ist rassistisch und das ist eine alte Geschichte, ja. Das ist eine alte Geschichte von Amerika. Und ich finde, dass die meisten weißen Leute kennen nicht wirklich, was und warum das ist. Was ist Whiteness, sozusagen? Wie alt ist das ganze Thema? Und das ganze Thema spielt in Trump als ein ignorant reicher Mann, das hat sowieso so viele Entitlement in Fortune gehabt, ja. Und ja, das ist der Moment, dass wir sagen, nein, ja. Herr Heinisch, diese Sätze, die Trump jetzt in den letzten Tagen verwendet hat, also Law and Order und auch wenn die Plünderungen beginnen, wird geschossen. Mhm. Das sind ja keine zufälligen Sätze, das sind ja Codes. Genau. Also sowohl seine Anhänger wie auch die Gegner verstehen das natürlich. Also dieser Satz, wenn geplündert wird, geschossen, das kommt von einem berüchtigten ehemaligen aus Miami aus den 60er Jahren, einem Polizeipräsidenten dort. Das haben auch dann andere rechte Politiker immer wieder gesagt. Das ist ein Codebegriff. Und die Idee ist, die dahinter steht, die Gegner, die sind in der Mitte und Trump versucht, die zu spalten, dass quasi dann dass die Gegner sich entscheiden müssen, ob sie nach links gehen oder in der Mitte bleiben. Mhm. Das heißt, der Trump durch die Polarisierung versucht er, seine Gegner zu spalten. Die wollen ja die gemäßigte Position eigentlich in der Mitte behalten. Und das ist dieser strategische Versuch. Law and Order hat immer den Republikanern geholfen in der Vergangenheit. Mhm. Und das lenkt auch von Corona und von seinen Fehlern im Krisenmanagement ab. Und das ist nicht ein Thema, das für ihn ganz gut funktioniert. Und dadurch bedient das auch. Dass ihm das Ganze jetzt vielleicht zu entgleiten droht, das ist natürlich eine andere Sache. Mhm. Aber er versucht, mit dem Thema sicher in die Wahlen zu gehen, sofern er kann. Schauen wir noch einmal nach Minneapolis zu Christoph Kohl. Ich hoffe, ich versuche ein bisschen lauter zu sprechen, vielleicht hören Sie mich dann besser. Wenn Trump von den Demonstranten spricht, Christoph, dann sagt er meistens, es sind Kriminelle, es sind Terroristen, es sind Plünderer. Sie sind seit Tagen, seit es eigentlich begonnen hat, mit den Demonstranten unterwegs, jetzt eben auch in Minneapolis. Was sind denn das für Menschen tatsächlich? Ja, also ich kann eigentlich von meinen persönlichen Erfahrungen berichten. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 3 Tagen hier in Minneapolis. Davor habe ich die Demonstrationen in Washington D.C. verfolgt und ich habe keine Plünderer gesehen, ich habe keine Terroristen gesehen. Natürlich gibt es immer wieder extreme Elemente, die sich unter diese Demonstranten mischen, die nutzen quasi das Chaos der Lage aus, für ihre Agenda zu missbrauchen. Aber ich habe vor allem viele junge Menschen gesehen, viele motivierte Menschen, viele Menschen, wie gesagt, jeglicher Hautfarbe, die eben gegen diesen Rassismus ankämpfen. Und was mich schon auch beeindruckt hat in meinen dutzenden Gesprächen, sei es hier in Minneapolis, aber sei es auch in Washington D.C. mit all den Menschen, ist, dass jede Schwarze berichten kann von Augenblicken, von Lebenssituationen, wo sie oder er mit Rassismus zu kämpfen hatte. Und besonders betroffen oder berührt hat mich ein Gespräch mit 2 jungen Burschen, ein Schwarzer, ein Weißer. Und da hat mir der Schwarze erklärt, wie seine Eltern ihm erklärt haben, wie er sich verhalten soll, wenn die Polizei ihn kontrolliert, wie wichtig es ist, da ruhig zu sein, keine falsche Bewegung zu machen, denn so eine falsche Bewegung kann gleich verheerend sein. Sein weißer Freund ist daneben gestanden und hat eigentlich entgeistert geschaut, weil seine Eltern würden nie auf die Idee kommen, ihm so etwas erklären zu müssen. Mhm. Matthias, du bist aufgewachsen in Chicago und in New York. Ja, wie hast du das erlebt? Wie bist du mit Rassismus in Berührung gekommen? Ich muss sagen, dass das für meine Kindheit war das nicht wirklich ein Thema. Das war ein Thema für meinen Vater, die Generation von meinem Vater, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, meine Urgroßmutter war als Sklaven geboren. Und ich habe immer das Gefühl, dass als eine New Yorkerin, ich war wirklich die erste Generation
wo ich habe zum Beispiel beim NYU studiert, ich habe alles gemacht, was ich wollte. Mhm. Das war wirklich, das hat ein bisschen länger gedauert, dass ich wirklich versteht, was Rassismus ist. Ich kenne das von meinem Vater, ich kenne das von meinen Großeltern, aber Tag für Tag, das war nicht wirklich ein Thema, bis ich hier in Österreich gekommen bin. In Österreich war Rassismus dann ein Thema? Ja, definitiv, ja. Mhm. Weil in New York gibt es so viele, New York A is not America. Ja, wir kennen das, wir wissen das. Ja. Was passiert in Alabama is not New York, is not Montana. Mhm. Und in New York, das ist wirklich ein diverse, vielfältige Society. Ich habe viele schwarze Menschen, viele weiße Menschen, viele alle Menschen gesehen, von ich war ein Kind war. Und dann komme ich hier. Ja? Und es gibt nicht so viele schwarze Menschen. Mhm. Und die meisten weißen Leute, die ich kenne hier, die kennen fast keine schwarze Menschen. Oder waren, das ist irgendwann bei Billa oder beim U-Bahn oder so. Und wenn du kennst keine anderen Leute, dann das ist einfach zum Lügen, zum Nicht, zum Fürchten. Mhm. Ja? Und das, wenn ich bin hier gekommen, war ich wirklich überrascht. Dass die ganzen Leute auf der Straße haben mich so angestellt. Kannst du das sagen? Entschuldigung für mein Deutsch. Angestarrt. und das ist fast jede Woche, dass jemand muss zu mir irgendwas sagen. Mhm. Ich habe zwei Kinder. Die Kinder schauen weiß aus, blonde Haare, grüne Augen. Mhm. Und der erste Moment, dass ich war beim Kloster Neuburg, die haben gesagt, was? Wie ist das? Wie kann er weiß sein? Und seitdem, und mein älterer Sohn, er ist jetzt fast 13, seitdem ist das immer, immer eine Frage. Wie ist die Mama? Wie kann das die Mama sein? Jetzt habe ich einen Fünfjährigen. Und wenn ich zum Beispiel beim Kindergarten gehe und hole ihn ab, dann die anderen Kinder kommen, wieso ist er so hell und du bist so dunkel? Mhm. Und ja, wenn das ist jeden Tag, wenn du das hörst, dann ist das ein Thema. Dann fühlst du anders, wenn du auf die Straße gehst. Natürlich. Herr Heinisch, wenn wir uns die Benachteiligungen der Afroamerikaner in Amerika anschauen, es gibt mehr als 40 Millionen Afroamerikaner in den USA und allein mit der Corona-Situation, Schwarze haben ein 2,5-faches höheres Risiko zu sterben. Warum gibt es diese Benachteiligungen? Also zum Ersten möchte ich noch kurz sagen, ich finde, das muss man auf alle Fälle festhalten, dass wenn wir von Rassismus in den USA sprechen, immer dazu sagen müssen, dass es insgesamt die Gesellschaft wesentlich progressiver ist in den USA als hier. Sie haben auch einen schwarzen Präsidenten gewählt und das muss man einmal festhalten. Da gibt's, das ist eine ganz andere Diskussion. Und es gibt in den USA natürlich einen Rassismus, der alle betrifft. Und es gibt Untergesellschaften, wo der Rassismus besonders stark verankert ist, wo sich die Polizei rekrutiert, das mal vorauszuschicken. Das hat nicht sehr oft wiederum soziale und ökonomische Gründe. Das natürlich, wenn es eine Bevölkerung ist, die generell sozial schwächer ist, hat die weniger Zugang zu Krankenversicherung, hat die weniger Zugang zur Gesundheitsversorgung. Oft gibt es auch Themen mit Vertrauen. Es gibt oft in diesen Gegenden dann nicht die entsprechenden Gesundheitseinrichtungen. Die sind natürlich dann in den Gegenden, die wohlhabender sind. Das Gesundheitssystem ist eher ein For-Profit-System. Also da gibt es viele Faktoren, die es halt viel schwerer machen, natürlich, wenn man weniger Ressourcen hat. Das hat wiederum ökonomische Motive. Aber für Schwarze aus der Mittelschicht sind auch diese Dinge völlig vorhanden. Also da verquicken sich die ökonomischen mit den rassischen Problemen manchmal. Christoph, noch einmal ganz kurz in Minneapolis. Heute ist bekannt geworden, dass alle vier Polizisten angeklagt werden. Der Hauptangeklagte wegen Mordes zweiten Grades. Wie hat denn die Familie auf diese Anklagen reagiert? Christoph, hast du mich gehört? Ich habe dich nur zum Teil gehört jetzt gerade. Ich glaube, Sie haben mich gefragt zum Thema Minneapolis Hauptangeklagte. Was parallel zu dieser Gedenkveranstaltung stattfindet, ist ja auch der erste Gerichtstermin der drei Mitschuldigen oder Mitangeklagten. Es gilt die Unschuldsvermutung Polizisten. Ich war gestern eben bei diesem Memorial, bei dieser Gedenkstätte, wo sich alle versammeln. Und da war schon die Erleichterung groß, als die Menschen erfahren haben, dass eben der Polizist wegen Mordes zweiten Grades, also mit der Absicht angeklagt wird und dass die drei auch weiteren Polizisten eben wegen einer Mitschuld, wegen einer
Beihilfe zum Mord mit zur Verantwortung gezogen werden sollen. Allerdings, was Sie hier sagen, die Menschen hier in Minneapolis, aber auch in Washington, in allen Städten, die protestieren, die sagen, eine Anklage alleine reicht nicht. Es müsse auch Verurteilungen geben, denn zu oft ist es in den USA der Fall, dass Polizisten sich verhalten, wie wir das auf diesem Video gesehen haben, aber dass es dann nicht zu Verurteilungen kommt. Es braucht eine Geschworenenjury. 12 Personen müssen da einstimmig für eine Verurteilung sich aussprechen. Und ganz oft haben wir gesehen, dass es eben nicht zu dieser Verurteilung kommt. Also deswegen in den Rufen, in den Forderungen der Menschen, hier hört man immer wieder das Wort Justice, Justice, Justice. Das lautet das nicht nur bezogen auf Gerechtigkeit im Alltag, sondern auch vor der Justiz. Christoph, vielen Dank und schönen guten Abend oder guten Nachmittag nach Minneapolis. Dir vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Herr Heinisch, Sie bleiben noch ein bisschen bei uns. Wir wollen nämlich jetzt weitermachen und uns dieses 17-jährige Mädchen näher anschauen, durch dessen Video die Polizeiattacke eigentlich erst weltweit Aufmerksamkeit erlangt hat. Dieses 17-jährige Mädchen hat eben diese Polizeiattacke auf George Floyd festgehalten mit ihrem Handy. Da hat sie knapp 10 Minuten lang gefilmt. Danella Fraser, sie war bis letzte Woche eigentlich ein ganz normaler Teenager mit ganz normalen Problemen. Und jetzt hat sich ihre Welt um 180 Grad gedreht. Das hat mir ihr Anwalt erzählt, mit dem ich vor der Sendung ein Gespräch aufgezeichnet habe. Seth, we stayed in contact. Wir haben mit Danella Kontakt gehabt und sie hat uns erzählt, dass sie es nicht mehr schafft, über diesen Vorfall zu sprechen, aber sie würden das für sie tun. Was sagen Sie, wie geht es ihr jetzt? How is Danella after this terrible police incident she filmed? Nun, das ist für jeden sehr, sehr schlimm, so etwas durchzumachen. Noch dazu für ein erst 17-jähriges Mädchen. Es ist wirklich dramatisch. Sie hat bei einem brutalen Mord zugesehen, der direkt vor ihren Augen passiert ist. Und das hat schwerwiegende psychische Folgen für sie. Sie bekommt viel Unterstützung, hat einen Therapeuten, aber ja, es gibt Tage, an denen kann sie mit überhaupt niemandem mehr reden. Wie hat die Polizei Danella behandelt? At the incident, not very well. Während des Vorfalls nicht wirklich gut. Sie haben alle Leute angeschrien, zur Seite zu gehen. Danella hat gemerkt, dass sie riskiert, selbst Opfer von Gewalt zu werden. Aber danach war es dann anders. Die Behörden haben sie sehr gut behandelt, ihr auch jede Unterstützung angeboten. Das FBI, die Ermittler, ja, sie waren alle sehr bemüht und respektvoll mit ihr. And with the FBI and gave a formal statement. And the investigators were very, very respectful, very impressed with her bravery and very, very supportive of the prosecution. Was hat sie Ihnen denn über das Video erzählt? Was sie mir erzählt hat, ist, wie sie mit ihrem 9 Jahre alten Cousin aus einem Laden geht und dann sieht, was da abgeht. Polizeibrutalität ist in ihrer Gegend fast Routine und sie dachte, das muss ich jetzt dokumentieren, sonst glaubt mir das wieder keiner. Wem wird man glauben, einem 17-jährigen Mädchen oder einem Polizisten? Ja, und so hat sie ihr Handy genommen und mitgefilmt. Sie ist davon ausgegangen, dass das wieder mal einer dieser häufigen brutalen Polizeieinsätze gegen Schwarze ist. Es gibt Menschen, die Danella kritisieren, sie hätte George Floyd helfen müssen. Was sagt sie diesen Leuten? Sie hat gesagt, was hätte ich denn anders machen können? Zu filmen war der einzige Weg für sie zu helfen. Sie ist ein 17-jähriges Mädchen. Sie konnte nicht eingreifen, weil sie Angst gehabt hat, dass sie womöglich auch verletzt oder sogar getötet werden könnte. Zu denken, dass ein junges Mädchen, ein Teenager, 4 schwer bewaffnete Polizisten an ihrem Tun hindern könnte, das ist lächerlich, um ehrlich zu sein. Ist Danella now afraid? Fürchtet sich Danella vor Unterstützern von US-Präsident Trump? Braucht sie Personenschutz? Sie hat Personenschutz. Ich weiß nicht, dass sie sich jetzt speziell von Anhängern des Präsidenten fürchtet. Die Kritik an ihr gab es hauptsächlich online, von Trollen. Den Personenschutz gibt es einfach, weil es da draußen viele Menschen gibt, die negative Gefühle ihr gegenüber haben, wegen dem, was sie getan hat. Es gibt Menschen, die könnten sie für die Ausschreitungen verantwortlich machen. Die könnten nicht nur im Internet aktiv sein, die könnten sie nicht nur auf Facebook angreifen, die könnten sich entscheiden, ihr im echten Leben etwas anzutun. Also hat die Gemeinde beschlossen, Personenschutz für sie zu engagieren.
got personal security for her. So what would have happened, was wäre passiert, wenn Daniela nicht mutig genug gewesen wäre, die Polizeiaktion zu filmen? Ich glaube, es ist durchaus möglich, dass wir dann nicht da wären, wo wir jetzt sind. Ich glaube, es wäre gut möglich, dass alle vier Polizisten noch aktiv im Dienst wären. Ich glaube, dass es möglich wäre, dass keiner von ihnen bestraft worden wäre. Ja, es gibt noch andere Videos, aber es war Danellas Video, das das alles ins Laufen gebracht hat. Es war Danellas Video, das viral gegangen ist und das all die Bewegungen ausgelöst hat. Sie ist eine unschuldige Person, die in eine Situation hineingetaumelt ist und dann genau das Richtige getan hat. Innocent person who stumbled on a situation and did the right thing. And what does Daniela say to Was sagt Daniela zu all den Demonstrationen, die es jetzt gerade fast überall auf der Welt gibt? Nearly on the whole world. Ich glaube, es ist überwältigend für sie. Das ist nichts, was sie erwartet hätte. Ich glaube nicht, dass das irgendwer erwartet hätte. Sie ist stolz, dass sie in diese Veränderung, die gerade stattfindet, involviert ist. Sie ist froh, dass sie mitwirken konnte. Aber es ist ein bisschen überwältigend für sie, zu sehen, wie auf der ganzen Welt Millionen von Menschen auf die Straßen gehen und auf ein Video reagieren, das sie gemacht hat, um die Ungleichheit zu ändern, die in unserer Gesellschaft existiert. Mm-hmm. And do you know, wissen Sie, hat Daniela Kontakt mit der Familie von George Floyd? Yes, she does. Ja, hat sie. Es gibt eine Gedenkveranstaltung jetzt in Minneapolis und sie nimmt mit ihrer Familie daran teil. Ich werde übrigens auch dort sein. So, thank you very much for taking Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und alles Gute für Sie und Daniela. Thank you very much. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. Ja, eine neue Studiogästin hat Platz genommen bei uns, Helene van Damme. Sie wurde in Österreich geboren, ist in die USA ausgewandert und war zwei Amtszeiten lang die persönliche Sekretärin von Präsident Ronald Reagan und dann auch Botschafterin der USA in Österreich. Vielen Dank fürs Kommen, Frau van Damme. Frau van Damme, Sie sind Republikanerin. Wie beurteilen Sie denn jetzt das, was gerade in Amerika passiert, wie sich Präsident Donald Trump verhält? Natürlich ist das fast tagtäglich ein Thema mit meinen früheren republikanischen Kollegen, weil ich habe mich schon die letzten zwei Präsidentschaftswahlen abgeseilt und demokratisch gewählt. Aber Sie kennen Donald Trump, ja? Sie haben ihn, glaube ich, 1980 kennengelernt. Ja, ja, aber trotzdem, man wählt ja nicht jemanden, weil man ihn kennt, sondern eher, weil man daran glaubt, dass der einen guten Job macht und dass er unser Land gut präsentiert. Das stimmt. Aber war das so, dass Sie, wir haben gehört, er ist ein Rassist. Haben Sie ihn auch so kennengelernt? Nein, nein, er war ein ganz anderer Mensch. Er war auch jung, mein Gott, das war vor 40 Jahren oder so, nicht? Im ersten Wahlkampf für Ronald Reagan, wie ich in New York wohnte und Fundraising betrieb. Er war ganz normal, er war ja lustig, er war durchaus sympathisch. Er war verheiratet noch mit seiner ersten Frau. Und wir haben uns auch gesellschaftlich gesehen. Also ich hätte mir nie träumen lassen, dass er sich so entwickelt. Mhm. Und ich gebe natürlich die Schuld dem Fernsehen seiner Show, dass er draufgekommen ist, der sich benimmt. Desto higher sind seine Ratings. Ja. Wie war denn das Thema Rassismus, Polizeigewalt zu Ihrer Zeit, als Sie Sekretärin von Ronald Reagan waren? Ja, also kann mich an nichts Direktes erinnern, außer natürlich, dass er fast durch einen Schuss ums Leben gekommen wäre. Aber das hatte nichts zu tun mit Rassismus. Mhm. Ja. Herr Heinisch, Donald Trump hat den Rassismus nicht erfunden. Wie weit geht denn das zurück, auch in der Präsidentschaft? Ronald Reagan zum Beispiel. Also der Rassismus ist natürlich die Ursünde der amerikanischen Politik. Das haben wir auch immer wieder festgestellt. Und natürlich ist Rassismus auch eine Situation, wo auch Schwarze mit wirklich hohen Bildungsabschlüssen sich oft nicht wirklich sicher sein können oder sich nicht der gleichen Wertschätzung erfreuen können. Das ist ein Thema, das verbindet natürlich Schwarze. Und dann gibt es aber auch natürlich den Rassismus, der sich mit Wirtschaft und Schicht verbindet, wo also natürlich zum Rassismus noch soziales Elend dazukommt. Das ist ein eigenes Problem. Da gibt es aber dann eine weiße Story-Geschichte, wo natürlich auch weiße, bildungsferne Schichten mit Schwarzen oft konkurrieren, um die wenigen Aufstiegschancen
außerhalb der Bildungsschichten. Und oft rekrutieren sich gerade die Polizei aus diesen Bereichen. Die haben auch militärischen Hintergrund. Viele waren auch beim Militär, kommen dann zurück. Und das ist dann so eine explosive Mischung, das ist so ein autoritäres Umfeld. Und dann muss man dazu sagen, dass die Polizei massiv aufgerüstet hat. Also die hat sich quasi militarisiert. Das hat auch mit Terrorismus zu tun und mit dieser Law-and-Order-Thematik, die immer wieder in Wahlkämpfen wichtig ist, vor allem auf lokaler Ebene. Und dadurch haben wir ein Aufrüsten der Polizei, die der eigenen Bevölkerung so fast militärisch gegenübertritt. Und das kulminiert eben. Weil Sie von der Polizei sprechen, es hat jemand geschrieben auf Debatte.ORF.at, man muss diese historische Chance jetzt nützen. Die Schwarzen müssen jetzt ohne Gewalt ihre Chance nützen. Die Chance kommt so bald nicht wieder. Einzelne Polizeikräfte haben sie schon auf ihrer Seite. Es haben sich jetzt alle Ex-Präsidenten haben den Rassismus verurteilt in den USA und kritisieren direkt oder indirekt die Regierung von Donald Trump. Aber nützt das was? Ist jetzt wirklich die Chance, etwas zu verändern? In der jetzigen Situation, glaube ich, ist es sehr schwierig. Es gibt immer die Chance zu verändern und die USA sind sehr unterschiedlich. Das geht nur über die Polizei ist ja völlig lokal organisiert und da müssen natürlich lokale Führungskräfte hier wirken. Und das werden einige sicher tun, das werden andere wahrscheinlich nie tun. Und da gibt es so Mischformen. Die Chance ist sicher da, aber ohne Führung von ganz oben, ohne dass hier quasi von oben herab das geführt wird, bin ich immer sehr skeptisch. In einer Zeit, wo halt die Bevölkerung extrem polarisiert ist und wo alles eigentlich auf das Ergebnis der nächsten Wahl wartet. Die Wahl, Frau van Damme, schauen wir auf den Wahlkampf. Wie sehr wird denn dieses Schwarz gegen Weiß eine Rolle im Wahlkampf spielen? Well, ich glaube, dass es hauptsächlich Trump gegen Biden fokussiert sein wird. Und wenn die Demokraten sich ein bisschen nur anstrengen, also sollten sie überhaupt die schwarze Vote haben, nicht? Ich meine, kann nicht darum gehen. Wird das so sein? Kann man das so leicht sagen? Ja, also die Frage, es geht in der Wahl sicher um Trump. Also Trump, das ist das Thema der Wahl. Und jetzt ist die Frage, wer ist jetzt der Anti-Trump? Ist der Anti-Trump so der Sleepy Joe, der Joe Biden, der nette Opa, der uns wieder an die, der halt nicht tweetet und der irgendwie völlig nett und sympathisch ist? Oder ist der Anti-Trump, der ein Linkspopulist, der auch auftritt und Gleiches mit Gleichem zurück? Und da gibt es innerhalb der Gegner Trumps eine Diskussion, wer ist jetzt der Bessere? Mhm. Und diese Unruhen haben wahrscheinlich eine Auswirkung darauf, welche der beiden Anti-Trumps hier von der Bevölkerung, von den Wählern eher gewollt wird. Und das ist eher so die Frage, das kann heute aber noch niemand wirklich sagen. Okay, aber nützt diese Eskalation im Wahlkampf jetzt Donald Trump oder erleben wir hier gerade den Niedergang des Präsidenten? Ich glaube, das lässt sich noch nicht feststellen. Es wird Leute geben, denen das wahnsinnig gefällt, wie er sich jetzt wieder benimmt. Ja, das ist immer so. Im umgekehrten Fall glaube ich, dass die Demokraten jetzt wirklich eine ganz tolle Chance haben. Also ich glaube schon. Ja. Ich habe die letzten Umfragen gehört. Eigentlich der Biden ist voran in diesen 14 Staaten, wo, wie gesagt, Swing States, wie man sie nennt. So, ich sehe nicht ein, warum das nicht klappen sollte. Ja. Natürlich kommt es auch auf die Person an, die Vize, also sein Vize wird. Er hat sich schon festgelegt, eine Frau, aber die zwei Besten, die zwei Senatorinnen, ich glaube, das ist schwierig, eine von denen kann zu nehmen, weil er dann den Senatssitz verliert. Und die Demokraten hoffen ja auch, dass sie den Senat vielleicht demokratisch umstruieren. Es ist jedenfalls alles offen für die Demokraten. Frau van Damme, vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im Studio waren. Wir würden nämlich jetzt gerne weitergehen zu einem anderen Thema. An den Protesten gegen Rassismus haben sich nämlich weltweit auch jede Menge Stars beteiligt. Sie sind entweder mitmarschiert, haben online ein Zeichen gesetzt oder ein Statement im Kampf gegen Rassismus abgegeben. We need justice for George Floyd. I know you know that Black Lives Matter. The only wrong thing to say is to say nothing, because George Floyd's life mattered. No justice, no peace. No justice, no peace. This has gone on way, 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 way too long. People have gotten away with murder. 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 Murder.
you know, outbreaks and riots before. This is the first time I think the country is doing it all at the same time. There is never a right way to protest. And I've said this before, there is no right way to protest because that's what protest is. It cannot be right because you are protesting against a thing that is stopping you. And we have to make sure that once this is done, is that we have to try to make change occur when it comes to police brutality. Where is our leader at this time? At this time when our country is down on its knees. Wir schalten jetzt live nach Los Angeles. Dort begrüße ich einen ehemaligen Schwimmsuperstar aus Österreich, Markus Rogan. Er lebt jetzt mit seiner Familie in Malibu nahe Los Angeles und er arbeitet dort als Psychotherapeut. Schönen guten Abend, Herr Rogan. Guten Abend. Herr Rogan, wie erleben Sie denn die Situation, die Proteste in Los Angeles? Es ist auf der einen Seite erschreckend, also persönlich angsterregend, weil wir nicht wissen, was passiert heute, welche Stadt sperren sie ab, wie gefährlich wird es. Sondern es hat natürlich auch voller Verständnis, weil es ist einfach, unverblümt gesagt, verdammt scheiße, als Schwarze in Amerika zu leben. Ich kann mir das jetzt persönlich natürlich in keinster Weise vorstellen, aber so wie ich sehe, unglaublich, wie unmenschlich es ist, ist, als Schwarze in Amerika behandelt zu werden. Sie arbeiten als Psychotherapeut, haben auch während der Corona-Krise gearbeitet. Wie hängt denn das Ihrer Meinung nach zusammen, diese extrem schreckliche Situation mit Corona, die hohen Arbeitslosenzahlen, der Rassismus, die Polizeigewalt? Sie kennen mich, ich will gerne über alles und jedes meine Expertenmeinung abgeben, aber ich glaube, gerade in diesem Fall, als weißer Mann kann ich da jetzt nicht viel dazu sagen. Ich glaube, es ist eher, wenn man fragt, was können wir tun, ja, dann ist es eher, gerade wenn man weiß und männlich ist, geht es eher darum zu verstehen, wie viele Privilegien man hat und wie viele Privilegien ich zum Beispiel hatte. Wenn ich mir denke, ich wäre sicher nicht dort, wo ich jetzt bin, wäre ich als Schwarzer geboren. Und als Weißer gibt man das ungern zu oder verleugnet das und sagt, nein, ich habe das nur durch meine harte Arbeit gemacht. Aber in Wahrheit hängt sicher ein Großteil meines Erfolges auch mit meiner Hautfarbe zusammen. Sie haben zwei Kinder, 1,5 und 3 Jahre. Macht Ihnen die Situation jetzt in Amerika auch Sorge, in welchem Land Ihre Kinder aufwachsen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite eigentlich gute Frage. Müsste ich länger drüber nachdenken. Ich habe jetzt noch nicht dran gedacht, deswegen auszuwandern oder deswegen woanders hinzugehen. Aber ich glaube, das hat wirklich sehr viel damit zu tun, dass wir weiß sind. Also das ist ja das Traurige irgendwo und warum es so leicht ist, als Weißer einfach still zu sein. Weil wenn jetzt nichts besser wird, dann haben wir ein nettes, eigentlich sehr sicheres Leben. Wenn es besser wird, dann wird es für mich auch nicht schlechter. Mhm. Also deswegen ist es relativ leicht, für Weiße einfach still zu sein und so tun, ja, das geht mir nichts an. Ja. Wie erleben Sie denn die Diskriminierung in Ihrer Praxis? Sie arbeiten auch mit schwarzen Menschen zusammen. Wie erleben die das? Ich würde wahnsinnig gern als Experte über wie es einem Schwarzen geht, sprechen. Aber das kann ich nicht. Nein, das meine ich gar nicht. Aber reden Sie untereinander mit Ihrer Kollegin zum Beispiel über dieses Thema? Ja, klar. Ja. Absolut. Also ich habe mit einigen Kollegen gesprochen. Es ist irrsinnig schwer, das zu verstehen, weil du einfach nicht weißt, wie es ist, wenn du als Schwarzer zum Beispiel von der Polizei angehalten wirst. Und um dein Leben vielleicht Angst haben muss. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was schwarze Freunde von mir dazu sagen, die sagen, erst jetzt siehst du es mal endlich, was da los ist, wie fürchterlich unser Alltag ist. Und du lebst auf so einer friedlichen, netten Welt und alles ist schön, und siehst es gar nicht. Und das ist das unglaubliche Privileg, das wir als Weiße haben. Du siehst gar nicht, wie schwierig es für Schwarze ist. Weil du es einfach ausblenden kannst, weil du so tun kannst, es geht mir nichts an.
Viele Ihrer Sportlerkollegen haben ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Wie wichtig ist denn das, dass das von Menschen kommt, die eben in der Sportwelt zu Hause sind oder in der Schauspielszene, Musiker? Ist das wichtig oder sollte dieses Thema eher abseits des Sportes sein zum Beispiel? Ich glaube, ich schaue auf die Transparente, weil die haben ja auch bei mir direkt vor der Praxis demonstriert. Und das Transparent, das mich am meisten bewegt hat, ist dieses Silence is Violence, also Ruhe, also nichts zu sagen, ist eine Form von einfach wegschauen und eine eigene Form von Gewalt. Ob das jetzt Sportler sagen oder Schauspieler, kann ich nicht. Ich beurteile nicht. Ich finde, wichtig ist es, wenn wir uns immer fragen, was kann man tun? Man kann natürlich sagen, der Trump soll was ändern. Aber ich glaube, was kann man tun? Ich als Weißer muss mir erstmal bewusst sein, was für ein Privileg ich nicht durch meine eigenen Leistungen habe, sondern was für ein Privileg ich durch das Glück meiner Hautfarbe habe. Und wichtig ist, dass man etwas sagt. Herr Rogan, vielen Dank für das Gespräch und guten Tag nach Los Angeles. War meine Ehre. Guten Abend nach Wien. Danke. Ja, weltweit werden Rassismus und Polizeigewalt angeprangert. Weltweit gibt es auch Demonstrationen. Auch in Wien hat es heute so eine Antirassismus-Demo gegeben. 3000 Teilnehmer wurden erwartet. Geworden sind es aber dann offenbar wirklich sehr, sehr viel mehr. Von bis zu 50.000 ist die Rede. Organisiert hat das Ganze die SPÖ-Politikerin Mireille Ngosso. Sie ist jetzt bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Frau Ngosso, ich nehme an, Sie sind sehr zufrieden mit diesem heutigen Tag, oder? Ja. 50.000 Menschen, also Moment, Frau Ngosso, wir haben offenbar ein Problem mit Ihrem Mikro. Wir bringen Ihnen gleich ein neues Mikro. Ich würde mich ja gerne zu Ihnen hinübersetzen, aber in Corona-Zeiten kann ich das nicht, weil dann könnten Sie bei meinem Mikro mithören. Ich mache mal mit dem Herrn Heinisch weiter, bis wir im Mikro haben. Herr Heinisch, wenn wir uns anschauen, wir sprechen jetzt über Rassismus auch in Österreich, aber wie ist denn das zu vergleichen? Kann man das vergleichen? Kann man wahrscheinlich nicht vergleichen, Rassismus in Österreich und Rassismus in den USA? Ich würde sagen, dass es sehr schwer zu vergleichen ist, weil natürlich der Unterschied ist, dass wir in den USA in einer Gesellschaft leben, wo Schwarze und Weiße ja zusammenleben, wo das eine normale Alltagserfahrung ist. Mhm. Gleichzeitig gibt es dort die Geschichte der Sklaverei. Wurde ja vorher gesagt, Weiße wissen, wer ihre Vorfahren sind, Schwarze kennen ihre Vorfahren nicht. Mhm. Das macht natürlich die gesamte Erfahrung, das Zusammenleben auch ganz anders. Das fehlt ja in Österreich in dieser Situation. Und diese Unterschiedlichkeit der Erfahrung ist ständig politisch präsent. Dann haben wir eben die unterschiedlichen wirtschaftlichen Faktoren, die das Ganze noch zuspitzen. Also in dieser Summe kommt es einfach zu einer anderen Mischung, die immer politisch aktuell ist. Das heißt, in den USA gibt es immer Klasse und Rasse als politische Thematik. Das fehlt in dieser Form in Österreich. Hier könnte man es eher noch vergleichen mit Immigration, mit Einwanderung. Das sind nämlich aber großes weiße Einwanderer. Also das ist ein bisschen, und das sind dann auch ehemalige Ausländer mit Migrationshintergrund. Schwarze sind ja Amerikaner. Mhm. Ja. Die sehen das eigene Land mit denselben Ansprüchen wie natürlich die Weißen. Die sind nicht dort angekommen und wollen jetzt müssen sich integrieren. Das ist ja ihr eigenes Land, aber es wird ihnen immer etwas vorenthalten. Frau Ngosso, jetzt haben Sie ein Mikro. Bitte entschuldigen Sie, dass es nicht funktioniert hat. Sie haben zuerst gesagt, Sie sind überwältigt, 50.000 Menschen. Absolut überwältigt. Also als wir von Platz der Menschenrechte mit den Wagen dann hinuntergefahren sind über den Getreidemarkt da zum Wrestlepark, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil einfach so viele Menschen da waren und es waren People of Color da, Black People of Color waren da, es war die weiße Mehrheitsgesellschaft da. Wir haben einfach gemeinsam Hand in Hand für Black Lives Matter gekämpft und das war wirklich sehr großartig und ich bin sehr überwältigt. Was wollen Sie denn mit den Demonstrationen oder mit diesem Protestzug heute erreichen? Es geht darum, wissen Sie, es fragen mich oft Leute, wenn ich euch auf der Straße gehe, wieso grüßt du jetzt diesen schwarzen Mann oder diese schwarze Frau? Kennst du diesen schwarzen Mann oder diese schwarze Frau? Ich sage, nein, ich kenne ihn nicht. Oder ich kenne sie auch nicht. Aber wir haben irgendwie eine gemeinsame Geschichte. Ja? Ich blicke in die Augen, ich weiß ganz genau, dass wir unsere Geschichte haben, die unsere Geschichte teilen. Mhm. Und das ist das, was auch mit George Floyd passiert ist. Er ist dort ermordet worden in Amerika. Und es hat einfach so viele People of Color und Black People of Color einfach so getroffen, weil wir einfach in George Floyd
mehr gesehen haben als nur George Floyd. Wir haben unsere Söhne gesehen, unsere Brüder, unsere Onkel und alle People of Color und Black People of Color. Mhm. Und darum hat diese Bewegung einfach auch so international bis zu uns nach Österreich. Weil man muss schon sagen, dass wir auch hier in Österreich einen strukturellen Rassismus haben. Mhm. Einen strukturellen Rassismus, der in vielen Institutionen ist. Angefangen von der Bildung, von der Arbeitswelt und so weiter. Mhm. US-Präsident oder der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat gesagt, er sieht eine Chance in den friedlichen Protesten, dass man einen Fortschritt im Kampf eben gegen den institutionalisierten Rassismus in den USA machen kann. Wie beurteilen Sie denn das? Sehen Sie diese Chance auch? Könnte sich diesmal tatsächlich etwas ändern? Meinen Sie jetzt hier für Österreich? In den USA. In den USA. Ich weiß, dass in den USA diese Black Lives Matter-Bewegung schon seit 2013 existiert und sie sehr lange Zeit eigentlich ruhig demonstriert haben, ruhige Proteste abgehalten haben, versucht haben, die Polizisten und Polizistinnen anzuzeigen, aber die Stimmen wurden einfach nicht gehört all diese Jahre. Und auch was Sie schon vorher gesagt haben mit der Klasse und der soziale Gerechtigkeit, das spielt ja natürlich auch dort eine sehr große Rolle in Amerika. Und ich glaube, das war jetzt mit dem Mord von George Floyd, war das eben so das letzte i-Tüpfelchen, was eben das Ganze fast überschwärmen gebracht hat und jetzt auch deshalb diese Aggressivität und diese Proteste. Mhm. Dann danke ich Ihnen sehr. Wir sind leider Gottes schon am Ende unserer Sendezeit. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie direkt von den Demos zu uns gekommen sind. Und Ihnen auch vielen herzlichen Dank, Herr Heinisch. Danke auch an Sie, meine Damen und Herren. Das war's von Talk 1. Feedback, Anmerkungen gerne an talk1.orf.at. Die neuesten Nachrichten, die gibt es jetzt gleich im ZIP-Flash. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Es tut mir sehr leid wegen diesem Mikro.